so ein halbes Jahr, bevor ich diesen Schritt gegangen bin, zurück zur katholischen Kirche, hatte ich wirklich 2-3 Wochen, wo ich echt, ja, man könnte sagen, wie so eine Depression hatte, weil ich einfach zerstört war am Boden. Ich wusste nicht, ich habe mich irgendwie in between gefühlt, weder katholisch noch freikirchlich. Ich wusste gar nicht, aber ich wusste, Christus ist mein Herr, was soll ich jetzt machen? Der Credo Talk. Hallo zusammen, herzlich willkommen einmal mehr bei Credo Talk. Mein Gast heute ist Mirko Kavar. Herzlich willkommen. Hi, grüß dich, Raphael. Mirko ist freikirchlicher Prediger, hat eine Webagentur, ist Musiker, ist Ehemann, Familienvater und ist relativ frisch konvertiert und ist Katholik geworden. Bevor ich frage, wie es dazu gekommen ist, wie bist du aufgewachsen? Warst du von Anfang an Freikirchler oder? Ich bin tatsächlich katholisch groß geworden. Also ich wurde als Baby getauft. Hab dann auch die nächsten 2 Stationen mitgemacht, also die Kommunion und die Firmung. Warst du da schon sehr praktizierend oder? Ich war nie wirklich praktizierend. Ich erinnere mich schon, ich habe vorhin nochmal nachgedacht vor dem Interview. Ich habe mich mal an meine Kommunion zurückerinnert, an die ich mich sehr gut erinnere. Und ich weiß noch, dass wir dann diese regelmäßigen Katechesen hatten, glaube ich, bei einer Frau dann zu Hause. Ich erinnere mich noch, dass mir das sehr gut gefallen hat, ohne wirklich zu wissen, ja, was ist jetzt die Eucharistie in der Tiefe? Ja, persönlich habe ich immer mal wieder gebetet, aber ich war jetzt nicht praktizierend in dem Sinne katholisch, also dass ich dann auch wirklich die Sakramente so gesehen habe, so als den Reichtum, der sie sind oder die Messe, die Liturgie, das jetzt tatsächlich nicht, nein. Okay. Und wie war dein Einstieg? Wie hast du Jesus kennengelernt? Also es war bei mir so, dass durch verschiedene große Events in meinem Leben, negative Events, dass ich immer mehr ins Nachdenken kam über den Tod, über die Ewigkeit, über Gott. Das hatte halt seinen Einfluss darauf. Ich erinnere mich noch, das fing ungefähr an, da war ich noch relativ jung. Ich kann gar nicht sagen, wie alt ich da war. Aber ich erinnere mich noch gut, wie ich eines Abends nicht gut einschlafen konnte, weil ich irgendwie darüber nachgedacht habe, ja, was ist denn nach diesem Leben überhaupt? Ja, viele Menschen sagen ja, und das war damals in den 90ern auch schon so, dass dann viele gesagt haben, ach, wenn man stirbt, da kommt gar nichts, dann ist das Licht ausgeknipst, ne? So hat man das immer gesagt dann so. Und ja. Irgendwie hatte ich davor noch nie so ernst drüber nachgedacht und das hat mir wirklich bange gemacht, weil ich mich gefragt habe, wow, wenn das wirklich so ist, dass wenn du stirbst, dass einfach der Schalter sozusagen ausgeschaltet ist und du bist einfach nicht mehr da, du weißt auch nicht, dass du da bist, du bist einfach nicht mehr existent. Erstens, wie schrecklich wäre das und zweitens, was hat das Leben denn dann überhaupt für einen Sinn, wenn es da kein Ziel gibt, kein ewigliches Ziel, kein Schöpfer, der das alles in Händen hat und so weiter. Das war so das Erste und dann ging es weiter durch meine Jugend. Mein Vater bekam eine Krebsdiagnose in der Zeit, wo ich die Firmung hatte tatsächlich und ist dann nach ungefähr 3 Monaten im Krankenhaus gestorben. Also hatte eine sehr schwere Form, ich glaube vom Bauchspeicheldrüsenkrebs und ja. Metastasen überall und so und in der Zeit war es natürlich auch so, dass mein Nachdenken über den Tod natürlich nochmal konkretere Form angenommen hat. Und als ich dann mit meiner Mutter eine gewisse Zeit nach dem Tod meines Vaters im persönlichen Gespräch gesprochen habe, hatte sie mir erzählt, dass mein Vater schon mal klinisch tot war. Und zwar ist er bei einem Autounfall vor vielen Jahren, also viele Jahre bevor er gestorben ist, ist er schon mal klinisch gestorben. Er ist, glaube ich, im Tunnel eingeschlafen, hatte dann einen Unfall, ist im Tunnel irgendwie gegen die Wand gefahren oder so. Und als mein Vater auf dieser Intensivstation lag und meine Mutter kam und er geweckt wurde, hat er seine Augen zugekniffen direkt wieder. Und meine Mutter hat ihn halt gefragt, wie Marco hieß mein Vater, Marco, was ist denn los und wieso kneifst du denn die Augen zu? Und dann hat er ihr danach erzählt, dass er etwas gesehen hat oder an einem Ort war oder in einem Zustand, ich weiß nicht genau, wie man es beschreiben soll, was so erfüllt war von ewiger, von Liebe, von Wärme, ein Licht, was er nicht beschreiben konnte mit Worten. Und er wollte halt wieder zurück. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal, wenn man was Schönes träumt und man wird wach, zum Beispiel, ne, man träumt, dass man fliegen kann oder so, ist ja mit das Schönste, was man träumen kann. Dann machst du die Augen zu, du willst wieder einschlafen, du willst wieder zu, aber du kannst halt nicht dahin zurück, ne? Ja. Und ja. Das hat mein Vater versucht und das hat meine Mutter mir erzählt und das hat mich nochmal total, ich weiß nicht, total angespornt, mehr drüber nachzudenken, mehr zu recherchieren. Hey, was ist denn nach dem Tod? Wie kann es sein, dass so viele Menschen Nahtoderlebnisse haben und irgendwie was sehen oder so?
Und dann war es tatsächlich so, der Höhepunkt, als ich 19 war, bekam ich selber eine Vermutung, eine Diagnose, ich weiß nicht genau, wie man es jetzt medizinisch nennen müsste, dass ich selber einen Tumor im Körper habe und bin dann in dasselbe Krankenhaus, wo mein Vater wenige Jahre zuvor gestorben ist, bin dann auch dahin gekommen, wurde operiert und für mich war eigentlich klar, okay, das muss entfernt werden und danach gibt es vielleicht eine Chemo, eine kleine Chemo oder so. Ich weiß nicht, ich hatte nicht wirklich Angst, weil die Prognose relativ gut war, aber auch irgendwie, weil ich gemerkt habe, wie Gott mich trägt, obwohl ich gar nicht so die krasse Beziehung jetzt zu Gott hatte, würde ich sagen. Aber ich habe schon den Eindruck gehabt, dass Gott mich hier gerade trägt. Und ich glaube, das war nicht einfach nur ein Eindruck, weil das Krasse war, als ich von der OP wach geworden bin, war das Erste, was ich gehört habe, die OP-Schwester. Und sie sagte zu mir einfach diese schönen Worte, ich erinnere mich noch sehr gut, es war nichts. Und ja, und das war, ne, also das, was da irgendwie auf dem Ultraschall gesehen wurde, also es war halt kein Krebs, Gott sei Dank. Ja. Und wir waren alle schon so eingestellt, okay, ja, das wird sehr wahrscheinlich dann entfernt werden, alles und so. Ich hatte gar nicht die Option im Kopf irgendwie, dass das einfach, ja, nichts ist, ja. Und dann hat sie mir das gesagt und für mich war dann sofort klar, okay, ich glaube, Gott will einfach mir was zeigen oder mit mir sprechen oder mich irgendwie in eine bestimmte Richtung bringen. Und da ging dann so richtig ernsthaft immer mehr das Verlangen danach los, sich mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen. Und einige Jahre später habe ich dann angefangen, selber im Neuen Testament zu lesen, weil ein Arbeitskollege mich auf mein, ich hatte immer so ein Franziskanerkreuz getragen, dieses Tau heißt das, glaube ich, ne? Ja. Ja, ja. Das hatte ich immer getragen, weil bei uns in Kroatien trägt das jeder Zweite. Ich wusste nicht warum, ich habe das getragen. Und der Arbeitskollege hatte das Kreuz so genommen und hatte mich gefragt, sag mal, bist du eigentlich Christ? Und ich war in der Zeit sehr stolz auf meine Herkunft und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, natürlich bin ich Christ, siehst du doch, ne? Mein Kreuz und meine Armbänder und was weiß ich alles. Und dann hat er gefragt, glaubst du, dass Jesus für dich gestorben ist? Und ich weiß noch, wie mich das zutiefst geprägt hat, weil ich gar nicht wirklich sagen konnte, was es mit Jesus auf sich hat eigentlich. Obwohl ich diese Kreuze trage, obwohl ich eigentlich das trage, woran der Herr uns gerettet hat, konnte ich ihm gar nicht viel darüber sagen. Und bin dann nach Hause und ich hatte so eine Bibel aus der 5. Klasse bei mir im Bücherregal, habe aufgemacht und habe angefangen, in Matthäus-Evangelium zu lesen, bis Offenbarung. Ich bin auf der Bibel eingeschlafen nachts. Ich hatte sie mit bei der Arbeit. In der Pause habe ich sie gelesen. Und als ich dann in der Bergpredigt, also relativ früh, Matthäus 5, 6, 7, da die Ecke, als ich da ankam, habe ich sofort verstanden, der dort spricht, also ich hatte diesen Petrus-Moment, du bist wahrhaft der Sohn Gottes. Ja, und ich habe sofort gemerkt, okay, der da zu mir spricht und der diese Worte gesagt hat auf dieser Erde, das ist nicht einfach nur ein Mensch, sondern es ist der Sohn Gottes und es ist unser Herr, unser Erlöser. Und ab da war für mich klar, okay, ich will ihm nachfolgen, ich will mehr über ihn erfahren und so ging das bei mir tatsächlich los, ja. Und wie kam dann der erste Kontakt zu Freikirchen? Das kam daher, weil interessanterweise der Arbeitskollege, der mich angesprochen hat, war in der Freikirche, ohne dass ich das wusste. Er kam aus Sri Lanka und ich dachte, okay, wahrscheinlich ist er entweder Buddhist oder Hinduist oder so, weil wir kamen nie über den Glauben ins Gespräch vorher. Aber dann hat er so langsam so ein bisschen Flagge gezeigt. Aber tatsächlich kam es nicht durch ihn in erster Linie, sondern ich war damals, Facebook war ja damals noch nicht so wie heute, also es war noch sehr lebendig, da ging noch viel. Und ich hatte, weil ich halt das Interesse am christlichen Glauben schon Jahre vorher immer mehr hatte, man hat mal einen Post gesehen aus einer christlichen Gruppe oder so und man ist da halt reingegangen. Und irgendwann habe ich einen Flyer gesehen von einer internationalen Jugendfreizeit. Irgendwie so hieß das. Mhm. Und die war in der Nähe von Köln, Bonn, irgendwo da die Ecke. Und unter dem Flyer war so ein Link zu einer Website und da gab es Videos von dieser Freizeit vom Vorjahr. Und ich fand das so krass, weil auf diesen Videos, also erstmal waren dort Christen, die dort gepredigt haben, die haben so feurig gepredigt, das war so ansteckend. Ich habe mir gedacht, wow, ich will mehr davon hören, das ist toll. Mhm. Und andererseits haben dort Menschen einfach Zeugnis gegeben, die sind in Tränen ausgebrochen, haben erzählt, wie wunderbar sie es fanden, wie der Herr sie berührt hat auf dieser Freizeit. Da waren Leute, die waren Ex-Muslime, die haben dann praktisch erzählt, wie Christus ihm begegnet ist und so weiter. Und ich fand das so ermutigend und ich habe mir gedacht, hey, guck mal, diese Leute in Apostelgeschichte und die Christen, wie sie da gelebt haben, sind das vielleicht Christen, die das auch so ernst nehmen? Weil ich habe natürlich in meine Umgebung geschaut, in meine katholische Umgebung
Und ich hatte jetzt, also klar, ich will auch fair sein. Ich habe mich nicht, nachdem ich dieses Erlebnis hatte, dass ich die Schrift gelesen habe und dann Christus erkennen durfte als Sohn Gottes, ich hatte jetzt nicht mich auch bemüht, in den Katholizismus reinzuschnuppern. Und gleichzeitig war natürlich auch in meiner Umgebung, hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass es da groß Angebote gibt, um Menschen vom Glauben zu begeistern, ja. Und das führte dann dazu, dass ich einfach zwei meiner Arbeitskollegen gefragt habe und gesagt habe, hey, da ist so eine christliche Konferenz oder Freizeit, habt ihr Lust mitzukommen? Es waren auch Katholiken, interessanterweise, und die meinten, ja, ja, klar, wir bleiben da das ganze Wochenende. Ja, und dann sind wir da hingefahren und haben dort praktisch unsere ersten Berührungspunkte mit freikirchlichen Christen gehabt. Und so ist der Kontakt zu diesen Christen bis heute übrigens teilweise entstanden. Und dann ging ich erst in so eine Gemeinde von dem Arbeitskollegen, habe mir das mal angeschaut, die Jugend und so. Und immer durch die immer mehr werdenden Kontakte kam dann auch irgendwann der Blick in verschiedene christliche, freikirchliche Gemeinden halt, ne? Ja. Und du bist dann irgendwo Mitglied geworden? Ja, also bei mir war es ja so, ich war ungefähr 14, 15 Jahre in der Freikirche unterwegs. In der Gemeinde bei dir vor Ort? Nee, also jetzt erstmal generell freikirchlich, theologisch würde ich jetzt sagen, von der Zugehörigkeit her. Aber dass ich überhaupt begriffen habe durch die Schrift auch, dass ein Christ Gemeinde braucht, dass das nicht so ein optionales Ding ist. Ja. Und dass der Herr das auch will und dass wir uns versammeln regelmäßig und dass wir das Brot brechen und so weiter. Das kam tatsächlich erst nach ungefähr, ich würde sagen, 5, 6 Jahren, in denen ich schon in der Freikirche unterwegs war. Ja. Es war so, dass ich mich irgendwann dann hab taufen lassen, freikirchlich, weil ich der Überzeugung war, ja, okay, meine Babytaufe, ne, du hast ja dann dieses baptistische Verständnis von der Taufe. Meine Babytaufe war halt keine wirkliche Taufe, weil ich habe kein Bekenntnis da ablegen können. Und ich würde sagen, 1, 2 Jahre danach, also die letzten 8, 9 Jahre, die ich in der Freikirche verbracht habe, habe ich dann schon auch gesehen, okay, wenn ich Christ bin, dann brauche ich auch irgendwie eine Gemeinde, Gemeinschaft auch und einen Ort, wo ich mich auch einbringen kann, wo ich dienen darf und so. Und das führte dann dazu, dass ich so die letzten 6 Jahre, würde ich sagen, auch im Predigtdienst gedient habe, in der Gemeinde, wo ich vor Ort war, 5 Minuten von hier. Mhm. Aber auch bei anderen befreundeten Gemeinden oder Jugendkreisen, evangelistischen Abenden, von Kontakten, die ich auch kannte aus der Freikirche, wo ich dann einfach auch evangelistisch predigen durfte, Menschen von Jesus begeistern durfte und so weiter. Ja. Ich finde das ja sehr, sehr spannend, noch bevor wir das thematisieren, dass du dann konvertiert bist, erstmal auch zu sehen, welche Rolle du irgendwann auch in diesem sozialen Gefüge gespielt hast. Du hast Predigtdienst gemacht, du hast, ich habe auch gesehen, du hast Hip-Hop gemacht, du warst ja auf der gleichen Veranstaltung wie die O-Bros 2020 und hast in Esslingen, glaube ich, war dieser One Love Jam. Ja. Darüber gibt es einen Artikel bei uns übrigens. Mhm. Für die, die ihn nachlesen wollen. Ja. War eine schöne Veranstaltung in Esslingen, war sehr schön. Magst du noch mal kurz zeigen, was das soziale Gefüge oder was es war, in dem du standest? So, dass man sich das, für Katholiken ist es nicht so selbstverständlich zu sehen, wenn man nicht gerade im Kirchengemeinderat ist oder so, was man da für eine Rolle spielen kann. Ja, genau. Es war so, als ich mich dann, ich würde sagen, als ich mich bekehrt habe und als ich dann auch den Kontakt hatte in das freikirchliche Spektrum, war es so, ich kam ja wirklich aus der Welt. Also sprich, ich habe gewisse Dinge einfach gemacht und konsumiert. Also zum Beispiel, was Musik angeht, wo ich einfach gemerkt habe, okay, ich will Jesus nachfolgen. Ich kann jetzt nicht mehr einfach Gangster-Rap hören, wo Mütter beleidigt werden und so weiter. Und Musik hat eine sehr große Rolle damals auch schon für mich gespielt. Und ich hatte aber total den Wunsch schon Jahre davor, selber Musik auch zu machen im Bereich Hip-Hop. Und hab dann das immer wieder auch bewegt in meinem Herzen, dass ich gerne christlichen Rap machen würde. Und das war die Zeit, wo du eigentlich in Deutschland kaum jemand kannte da christlichen Rap oder so. Es gab ein paar Gruppen, ja, und die haben eine sehr tolle Vorarbeit geleistet auch. Aber da war es auch so, dass du bei YouTube dann auch kaum was gefunden hast und so. Und das kannte kein Mensch eigentlich. Und in der Zeit war es aber aus den Vereinigten Staaten, dass das gerade groß wurde. Also Lecrae war so, der hatte mit den O-Bros auch letztens was gemacht. Lecrae war so, würde ich sagen, der das so richtig hochgebracht hat, den christlichen Rap in den Vereinigten Staaten. Auch da gab es welche, die Vorarbeit gemacht haben. Und dann war es tatsächlich so, dass ich durch eine Facebook-Gruppe wieder,
dass ich in eine Gruppe kam, wo verschiedene christliche Künstler waren und ich habe da einfach mal offen hingeschrieben, hey, ich würde gerne ein Netzwerk starten, wo wir einfach christlichen Rap ein bisschen hochbringen in Deutschland. Und dann hat sich der Daniel, das ist der Bruder, mit dem ich diese Musik dann auch bis 2020 gemacht habe, der hat sich dann bei mir gemeldet und wir haben uns ausgetauscht über WhatsApp, ich weiß noch, wir haben uns Memos geschickt und wir haben sofort gemerkt, okay, wir sind auf einer Wellenlänge, sofort. Mhm. Und dann hat er das organisiert, der kannte den Jonas Schumann, das war unser Produzent, der war in Hannover damals noch und der hat gesagt, weißt du was, wir haben zwar keine Kohle, aber der wäre bereit, uns voll günstig ein Album aufnehmen zu lassen. Und dieses Album haben wir dann geschrieben, haben Musikvideos gedreht. Und diese Musikvideos, die wir gedreht haben, die sind so durch die Decke gegangen. Du musstest ja damals, du hattest organische Reichweite, du musst gar keine Werbung bei Facebook zahlen oder so. Die Leute kannten das nicht, das war für viele ein neues Level an Qualität. Und dann waren wir praktisch die ganze Zeit unterwegs, Auftritte machen. Wir waren noch nicht verheiratet, wir waren beide am Studieren. Wir hatten sehr viel Zeit und das war echt schön, weil überall in Deutschland waren Lobpreisabende. Wir waren mal in Passau bei irgendeiner katholischen Veranstaltung, auch bei einer großen. Und wir wurden überall eingeladen und haben dann auch gesagt, der Herr gibt uns. So, wir wollen treu sein. Wir wollen einfach hinfahren. Selbst wenn wir nur Spritgeld kriegen, ist uns egal. Hauptsache, wir bringen die Botschaft raus. Mhm. Und Hauptsache, wir begeistern junge Leute für Jesus. Und das lag uns total auf den Herzen. Und das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich bin so dankbar dafür. Und es hat einfach Freude gemacht. Und das war tatsächlich die ersten Jahre mein Dienst, würde ich sagen. Ich habe mich da wirklich auch im Dienst gesehen, berufen gesehen und wir sind da wirklich viele Jahre auch gut rumgekommen, würde ich sagen. Ja, genau. Ja, du hattest diese Rolle als christlicher Musiker, als Rapper. Du bist aber auch, haben wir anfangs gesagt, Prediger geworden. Wie kam das? Also ungefähr 2020. Ich habe gemerkt, mit der Selbstständigkeit, dann wir erwarten das erste Kind in 2020, der Daniel hat sein erstes Kind bekommen und so weiter, dass es immer schwerer wird, diesen Dienst auch so auszuführen, wie man sollte. Und zwar mit Leidenschaft, mit viel Zeiteinsatz und so weiter. Und ich hatte so den Eindruck, die nächste Generation, die kommt sehr gut nach. Und es ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, den Staffelstab einfach weiterzugeben. So, ne? Und dann habe ich zu Daniel gesagt, hey, ich sehe mich mehr und mehr in diesem Verkündigungsdienst, auch über soziale Medien, über Instagram und Co., einfach die Menschen von Jesus zu begeistern. Und ja, haben da viel drüber geredet, haben uns getroffen und haben dann entschieden, 2020 dann mit der Gruppe World aufzuhören. Daniel hat sich dann die Option offen gelassen, da solo noch was zu machen. Und das war so der Übergang dann für mich, zu investieren nochmal mehr in diesen Predigt- und Verkündigungsdienst. Ja. Ich war eh schon in der Gemeinde immer mal wieder am Predigen, aber habe das dann auch nochmal ernster genommen und auch bewusst Termine außerhalb wahrgenommen. Wie die Musik habe ich auch das sehr geliebt auch, weil man kann in der Predigt oder in der Verkündigung kann man, oder wenn man selbst wenn man nur Zeugnis gibt, man kann halt so von Jesus begeistern und wenn man dafür die Schrift auch nutzen darf, da sind tolle Begebenheiten drin, der verlorene Sohn oder wie auch immer. Ja, das hat mich immer total begeistert, da auch einfach dienen zu dürfen und habe das bis ein Jahr, bevor ich wieder katholisch geworden bin, habe ich das dann auch gemacht und war dementsprechend auch sehr verflochten in meiner eigenen Gemeinde, aber auch in den umliegenden Gemeinden, wo ich dann gepredigt habe, eine Stunde von uns oder eine halbe Stunde da oder ja, hatte deshalb ein sehr, sehr großes Netzwerk, wo man sich immer wieder gegenseitig auch eingeladen hat, wo man sich gegenseitig ermutigt hat und so. Und das war auch eine sehr, sehr schöne Zeit, auf jeden Fall, ja. Ja, also wie gesagt, das ist ein soziales Netz. Man kriegt ja immer wieder mal Besuch von den Leuten mit dem Watchtower. Ja. Und man weiß schon genau, es bringt nicht viel, sich mit denen zu unterhalten, weil selbst wenn man sie argumentativ schlagen würde, die sind in einem sozialen Gefüge drin, aus dem sie auch nicht raus wollen. Das heißt, selbst wenn du es schaffen würdest, sie zu überzeugen, wenn es nicht einen Anlass gibt, für sie aus dieser Gruppe rauszuwollen, kriegst du sie nicht raus. Ja. Also ich setze den Vergleich nur, weil, ja, schon weil klar. Wir Menschen eben gerne in dem Sicheren bleiben, was wir kennen. Ja. Und der Auszug aus dem Sicheren, den machen wir nur irgendwie entweder aus guten Gründen oder mit sehr viel Leidensdruck. Ja. So. Also was hat dich getrieben oder wie kam es letzten Endes zur Konversion? Also es ist ganz spannend. Ich bin auf dem Papier tatsächlich nie ausgetreten aus der katholischen Kirche. Ich habe es zweimal versucht und zweimal hatte jemand wohl was dagegen. Weil es hat jedes Mal aufgrund skurrilster Faktoren hat es nicht funktioniert. Ich bin hingefahren nach Dortmund und dann auf einmal kurz bevor wird mir irgendwie gesagt, nein, heute nicht oder so. Und da bin ich nach Lünen gefahren
in eine andere Stadt. Da wurde mir gesagt, nee, man muss da erst dahin und so. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ach, weißt du was, also ich werde jetzt nicht nochmal einen Tag verschwenden, um auszutreten. Und das war sehr interessant. Aber um deine Frage zu beantworten, in dem freikirchlichen Spektrum ist es auch so, dass es da verschiedene Ausprägungen auch von dieser sozialen Enge gibt, sag ich mal. Du hast zum Beispiel Gemeinden, das ist oft bei Baptistengemeinden, bei russlandsdeutschen Baptistengemeinden, hast du wirklich, das ist ganz, ganz eng, ja. Es ist nicht so, wenn da einer austritt, dass das jeder weiß, sondern wenn du ein falsches Wort sagst und jemand schnappt das auf, dann weiß das die ganze Gemeinde am nächsten Tag. Und die hat 300, 400 Leute, die ganze Gemeinde weiß das, ja. Das hat immer Vor- und Nachteile natürlich, ne? Und es gibt auch, zum Beispiel, ich war ein paar Monate auch bei Hillsong in Düsseldorf. Das ist ja eine sehr moderne Freikirche und so. Da kannst du auch oft einfach unterm Radar, da bist du oft auch einfach Gast, auch monatelang. Ja, je nachdem, wie du dich engagierst oder nicht. Und da ist das wieder anders ein bisschen, ja? Mhm. Und es gibt natürlich auch in der Freikirche Christen, die so einen Schritt erstmal spannend finden. Und es gibt Christen, die, wenn sie schon Ansätze von so einem Schritt hören, sofort, wo die Alarmglocken angehen. Mein Kontext ist konservativ. Ich bin konservativ, mit Freude, ja. Und, und die Gemeinde, in der ich war, war eine tolle Gemeinde oder ist eine tolle Gemeinde, jedoch natürlich bezüglich oder gegenüber dem Katholizismus ist da ganz klar Alarm. Also da ist jetzt überhaupt nicht, dass man da jetzt irgendwelche Schnittstellen sieht. Überhaupt nicht. 0,0, ja. Okay. Ja. Und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, lieber Raphael, als ich dann angedeutet habe, in welche Richtung es bei mir geht. Das fing ja bei mir gar nicht mit Katholizismus an, sondern es fing bei mir an mit der Frage nach der Taufe. Ja. Ist die Taufe vielleicht doch eher ein sakramental zu verstehen, das Abendmahl, die Autorität, die Sukzession der Apostel und so weiter. Damit fing das ja eigentlich an. Und natürlich sorgt das dafür, und mir tut das auch super leid, weil ich super liebe Älteste hatte damals, sorgt das natürlich für ganz große Sorgen halt, ne? Also das ist, ja, natürlich, davon gehe ich aus. Ja, also das führt mit Sicherheit zu schlaflosen Nächten und so. Bei mir war es schlaflose Nächte, bei Ihnen mit Sicherheit auch viel Grübeln und Gedanken, viel Gebet. Nur dann, als ich natürlich die Gemeinde, als dann der Schritt da war und ich gesagt habe, hey, ich vertrete auch nicht mehr Sola Scriptura und demnach kann ich einfach nicht mehr im protestantischen Spektrum auch bleiben, war es dann auch wirklich so, dass ich mich nochmal getroffen habe mit den Ältesten. Und in meinem Fall war es jetzt so, dass sie, wie soll ich das jetzt schön ausdrücken, also dass sie es als die beste Entscheidung empfunden haben, auch von der Bibel her, wenn man jetzt nicht weiter den Kontakt pflegt. Ah, okay. Genau, also es ist jetzt nicht so, dass wenn ich die Geschwister irgendwo sehe, dass die mich nicht anschauen oder so. Das kenne ich nämlich auch, das gibt's auch in Gemeinden. Sondern es ist eher so, dass man ermutigt wurde, nicht den Kontakt weiter zu pflegen. Und ich mache das übrigens auch nicht in andere Richtungen, weil natürlich das eine Gefahr birgt für sie, dass ich jemanden überzeuge oder dass diese Zweifel und diese Fragen auch abfärben und dass dann eine Unruhe in die Gemeinde reinkommt. Das mag man jetzt finden, wie man möchte. Ich kann das verstehen, wenn man das schlimm findet oder so. Ich bin jetzt auch kein Fan davon. Ich hätte mir auch gewünscht, dass der Kontakt bestehen bleiben kann. Ja. Aber ja, so ist es halt, ne? Das ist, man muss halt eine Entscheidung irgendwie treffen, wie man damit umgeht. Und das ist mit Sicherheit auch für die Leute dort überhaupt nicht einfach, damit vernünftig umzugehen, ne? Ja. Ja. Kurz noch zum Thema Sola Scriptura. Wir verlinken einfach hier dein Video, wo du die Beweggründe detailliert erklärst. Ja, ja, gerne. Wo auch nochmal erklärt ist, was heißt Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide etc. Ja. Das müssen wir, glaube ich, hier nicht machen. Ja. Aber das heißt, die Abnabelung war schon dann relativ radikal. Ja, genau. Also meine sozialen Kontakte, die ich aus meiner Gemeinde habe, die 5 Minuten von mir entfernt sind, die sind alle weg. Ich habe keinen einzigen sozialen Kontakt mehr zu diesen. Ja, also das ist schon ein ordentlicher Verlust. Ja, ja, definitiv. Also das ist. Dann nochmal, Entschuldigung, weitergefragt. Ich meine, es steht ja auf deinem YouTube-Kanal, du hast ein sehr schönes Video von deiner Hochzeit. Ich nehme an, du hast deine Frau auch in diesem Kontext irgendwo kennengelernt. Im freikirchlichen Kontext, ja. Mhm. Da ist die Frage, wie hat sie reagiert? Wie hat deine Familie reagiert, wie das zieht ja schon Kreise. Ja, auf jeden Fall. Also meine Frau, das Gute ist, meine Frau und ich sind beste Freunde und ich habe meine Frau
sofort reingenommen, sobald ich gemerkt habe, ich habe da einen Struggle, ich habe da ganz komische Fragen. Ich habe sie sofort mit reingenommen. Also ich habe ihr, bei mir ging das ja mit dem Thema Taufe los und ich habe ihr immer wieder meine Sorgen erklärt und ne, ich hatte dann auch natürlich diese Last, weil ich wusste, ich habe mich getauft als Erwachsener, aber was ist, wenn Gott diese Taufe, die ich bekommen habe als Baby, wenn das für Gott was Wunderbares, was Heiliges schon ist, was habe ich dann eigentlich zu Gott gesagt? Dann habe ich ja eigentlich zu Gott gesagt, du, eigentlich ist mir das egal, was du damals mir schon für eine Gnade geschenkt hast. Ich habe mir dann immer wieder gesagt, ja, das habe ich ja nicht bewusst so gemacht, aber es war natürlich eine Frage, die mich praktisch sehr beschäftigt hat. Aber nicht nur das, sondern auch viele andere Fragen. Ich habe meine Frau immer wieder reingenommen. Meine Frau war für mich da in einer sehr, sehr schweren Phase, die ich vor diesem Schritt, so ein halbes Jahr, bevor ich diesen Schritt gegangen bin, zurück zur katholischen Kirche, hatte ich wirklich 2-3 Wochen, wo ich echt, ja, man könnte sagen, wie so eine Depression hatte, weil ich einfach zerstört war am Boden. Ich wusste nicht, ich habe mich irgendwie in between gefühlt, weder katholisch noch freikirchlich. Ich wusste gar nicht, aber ich wusste, Christus ist mein Herr, was soll ich jetzt machen, weil irgendwas muss ja wahr sein. Ja. Das war sehr, sehr schlimm für mich. Meine Frau war aber immer für mich da, wofür ich sehr dankbar bin. Und meine Frau war jetzt nie irgendwie unangenehm mir gegenüber. Ganz im Gegenteil, meine Frau hat mich in Schutz genommen, auch vor einigen anderen freikirchlichen Christen in Gesprächen und so. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Trotzdem natürlich ist das für meine Frau nicht einfach, klar. Ja. Jetzt hat sich natürlich vieles eingependelt, aber natürlich die erste Zeit ganz, ganz schwierig. Du musst dir vorstellen, Raphael, wir sind mit unseren 2 Töchtern, die sind jetzt 4 und 2, wir sind mit denen jeden Sonntag zur Gemeinde. Wir haben, eine Stunde waren die mit uns im Gottesdienst, dann waren die eine Stunde in der Kinderkirche oder Kindergottesdienst. Für die war das Normalste einfach, ja. Ja. Und jetzt ist es so, Papa geht jetzt halt sonntags zur Kirche. Das finden die Mädels auch toll, die gehen gerne mit. Manchmal kommt Mama mit, manchmal nicht. Manchmal fährt Mama mit den Mädels zur Gemeinde. Meine Frau ist da Gott sei Dank ziemlich entspannt, auch vorher schon. Sie ist jetzt nicht so, dass sie sagt, oh, man darf keine katholische Kirche betreten. Das ist alles ein Götzentempel oder so, wie das manche sagen würden. Ne? Ja, ja. Sondern meine Frau ist da Gott sei Dank immer sehr barmherzig gewesen auch und nicht so extrem. Aber natürlich, das ist für unsere Ehe natürlich in dem Sinne, nicht im Sinne der Herausforderung, dass wir streiten oder so, gar nicht, Gott sei Dank, sondern man wünscht sich halt als Familie natürlich, diese Einheit nach außen hin in einer Kirche, in einer Gemeinde auch wieder pflegen zu können, weil es halt auch so ein großer Schatz ist, ne? Ja. Aber ich bin da ganz gelassen. Ich glaube, der Herr führt uns einfach als Familie. Ja. Und ich weiß, das ist das Schöne, das durfte ich lernen durch diese Reise. Nichts geht mit Druck. Wenn nicht jemand überzeugt ist, dann sollte er sowieso nicht irgendwie was wechseln oder so. Und ich bin natürlich froh, dass meine Frau im christlichen Kontext bleibt. Ja, und dass sie eine Gemeinde hat, die gut ist, wo ich weiß, es sind liebe Geschwister, die da sind. Und ich bin halt auch froh, dass meine Frau offen ist und immer mal wieder mit mir mitkommt und wir uns immer austauschen, ne? Genau. Ja. Vielleicht noch kurz zu meiner Familie. Meine Mutter hat sich natürlich total gefreut, klar. ist ja normal. Du musst dir vorstellen, das Schlimmste für meine Mutter war, als ich mich habe taufen lassen als Erwachsener. Das war für sie das Schlimmste überhaupt. Ja. Meine Mutter hat immer gesagt, Kreuz auf Kreuz, das geht doch nicht. Und ich habe immer gedacht, hey, ich verstehe nicht, was sie sagt. Und jetzt verstehe ich auch, wie sie das meint. Ja. Wegen Römer 6, da steht ja, dass wir mitgekreuzigt werden in der Taufe mit Christus. Ja. Und ja, natürlich hat sie sich gefreut, aber meine Mutter hat da jetzt keine große Show draus gemacht. Die war einfach dankbar. Sie hat viel gebetet für mich, jahrelang. Das hat sie tatsächlich, das weiß ich. Und meine Verwandten in Kroatien, die haben sich natürlich auch total gefreut. Die wohnen auch eine Stunde von Medjugorje nur entfernt und ich freue mich halt mit denen so, die Schätze des katholischen Glaubens auch entdecken zu dürfen, wenn ich jetzt im Sommer mal wieder unten bin, so Gott will. Ja. Genau, das ist so die Reaktion von meiner Frau, Familie und auch meiner Mutter und so die Ecke. Jetzt noch eine Sache. Meine Frau hat natürlich auch eine Familie und die sind alle damals aus der syrisch-orthodoxen Kirche raus und sind in die Freikirche. Ja. Und haben natürlich, weil sie in der syrisch-orthodoxen Kirche wahrscheinlich ziemlich enttäuscht wurden in vielen Punkten, haben sie einen sehr, sehr schlechten, negativen Blick auf institutionelle Kirche. Ja. Sind sehr aktiv in der Freikirche, sind sehr vorbildlich, gehen auf der Straße evangelisieren und so, wirklich ganz toll. Mhm. Aber du kannst dir natürlich vorstellen, meine Frau hat 5 Brüder, dass das natürlich nicht so einfach war in der ersten Zeit. Okay. Aber ich bin auch dankbar für ihre Barmherzigkeit, was das angeht. Ich bin immer noch der Mann ihrer Schwester und sie wissen, dass ich an Christus glaube.
Und ich denke, sie wissen schon, dass ich nicht jetzt abgefallen bin oder so. Ja. Sie machen sich natürlich aber auch Sorgen, weil sie den protestantischen Blick oder den vielleicht kritisch-protestantischen Blick auf die katholische Lehre haben. Sie denken vielleicht, dass ich jetzt werksgerechter bin. Vielleicht denken sie, dass ich Maria anbete. Ja, es wird ja immer ganz oft gesagt. Der Klassiker. Und bis du diese Strohmänner halt raus hast, müssen sich halt auch erstmal Gespräche ergeben, wo man ehrlich miteinander redet. Und das ist halt in der ersten Phase nicht so einfach, ne? Ja, total. Ja. Also wir hatten es gerade vorher von deinem ausführlichen Video. Kannst du trotzdem in der Kurzfassung schildern, was die theologischen Beweggründe waren, die dich zurückgeführt haben? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also bei mir war es so, dass meine Skepsis generell der protestantischen Lehre gegenüber aufkam, weil ich anfing, die Kirchengeschichte mit Freude zu lesen. Das war, weil ich mich erstmal mit der Reformation beschäftigen wollte. Ich habe immer gehört, Luther ist unser Held und so und der hat uns die Bibel gegeben und dann wollte ich das mal ein bisschen nachlesen und habe mich dann gefragt, wow, es gibt ja bestimmt auch Briefe aus dem ersten Jahrhundert. Und ich habe mir halt gedacht, das wäre so cool, von diesen Märtyrern was zu lesen, weil ich weiß auf jeden Fall, das waren standhafte Christen, die waren vorbildlich und was hatten die denn so für Lehrfragen, für Probleme und so? Wie haben die denn die Schrift ausgelegt? Das muss ja super, muss ja relevant sein irgendwie, weil sie die Apostel teilweise selber kannten oder in der Generation danach gelebt haben. Und dann habe ich tatsächlich angefangen mit einem Märtyrer, das ist Justin der Märtyrer. Der hat im zweiten Jahrhundert, also ungefähr Jahr 150, hat er einige Werke verfasst. Ist ja sehr nah, wenn man überlegt, der Apostel Johannes hat die Offenbarung Ende des ersten Jahrhunderts, also zwischen 85 und 100 irgendwo wahrscheinlich geschrieben. Das ist ja 50 Jahre danach, schreibt Justin der Märtyrer und verteidigt den Glauben gegenüber den Römern, weil die Römer haben oft behauptet, ihr Christen seid Kannibalen, weil ihr esst doch Fleisch und Blut immer. Und da habe ich schon gedacht, wow, warte mal ganz kurz, wenn die Römer das schon dachten, haben die Christen dann wirklich das Abendmahl irgendwie doch als nicht nur symbolisch gesehen, sondern als Fleisch und Blut des Herrn? Und dann habe ich seine Schriften gelesen und war total begeistert über seine Apologetik. Der hat auch in einer anderen Schrift mit einem Juden diskutiert und wollte ihm erklären, warum Christus der Messias ist, auf den sie warten und so. Und in einer Schrift, wo er dann, das ist die erste Apologie, heißt es, glaube ich, die Schrift, wo er den Glauben gegen die Römer verteidigt hat, kam plötzlich ein Kapitel über das Abendmahl. Mhm. Und in diesem Kapitel hat er erstmal den Gottesdienstablauf beschrieben. Und ich dachte so damals in meiner freikirchlichen Phase, ich dachte so, wow, das ist ja genauso wie bei uns. Es gibt eine Predigt, es gibt Gebete, es wird gesungen, das Abendmahl wird gehalten und fand das total ermutigend. Mhm. Und dann, ich glaube, zwei Kapitel davor steht aber was über die Natur des Abendmahls. Und das hat mich komplett geschockt, weil da schreibt Justin einfach im zweiten Jahrhundert, dass dieses Abendmahl, was sie teilen, nicht einfach nur, er sagt, gemeines Brot und gemeiner Wein ist, sondern wahrhaftig der Leib und das Blut unseres Herrn, Jesus Christus. Und da habe ich gedacht, okay, Mirko, jetzt hast du irgendwie ein Problem, weil wie willst du denn jetzt erklären, dass dieser vorbildliche und rechtgläubige Mann aus dem zweiten Jahrhundert, der vernetzt ist mit den Christen in Rom und Co., dass der irgendwie jetzt eine Irrlehre da vertritt? Und habe mich dann angefangen damit zu beschäftigen, habe mit einigen Kirchengeschichtlern aus dem freikirchlichen Spektrum mich ausgetauscht und ich habe gemerkt, die Antworten gefallen mir nicht, die sind nicht wirklich plausibel. Ja. Aber hatte super Angst davor, dass das stimmt, weil wenn das stimmt, dann weiß ich, für mich war sofort klar, ich habe das im Kopf durchgerechnet, für mich war klar, okay, dann wirst du langfristig nicht in der Freikirche bleiben können, weil du willst der Wahrheit nachgehen. Du willst nicht, weil es dich was kostet, einfach in dieser Illusion bleiben, in meinem Fall. Ich sage jetzt nicht, dass Freikirchen illusioniert sind, aber du willst jetzt nicht mit diesem Wissen in der Illusion bleiben und dir die ganze Zeit einreden, ja, Justin und Co., die waren alle in der Irrlehre irgendwie gefallen. Und dann habe ich gedacht, was gibt's denn vor ihm noch? Und dann habe ich Ignatius von Antiochien gefunden, der im Jahr 107, 108 schreibt, also früher geht's eigentlich gar nicht. Und Ignatius hat halt den Vogel abgeschossen. Ignatius hat dann geschrieben, dass die Irrlehrer, die Heretiker, so hat er sie damals genannt, dass sie leugnen, dass das Abendmahl Fleisch und Blut unseres Herrn Jesus Christus ist. Als ich das gelesen habe, für mich war klar, okay, egal was du jetzt versuchst, Mirko, das ist Schwachsinn, einfach jetzt zu argumentieren, dass das Abendmahl irgendwie nur symbolisch verstanden wurde in der frühen Zeit. Und ich habe dann tatsächlich gesehen, dass selbst Luther mit Zwingli gestritten hat, weil er gesagt hat, das Abendmahl ist Fleisch und Blut unseres Herrn.
Ja. Ja, also selbst in der Reformation war das eigentlich noch klar, bis dann Zwingli kam und auch die Täuferbewegung, die dann dieses Leibhaftige abgelehnt haben. Ja. Und genauso war das auch mit der Taufe dann, auch bei Justin dem Märtyrer fiel mir auf, dass er von der Taufe als Wiedergeburt spricht, dass er von der Taufe als Sündenabwaschen spricht. Und das findet man auch wieder früher, zum Beispiel im Barnabasbrief im 1. Jahrhundert. Und das war halt krass, weil ich habe gemerkt, selbst die Reformatoren, bis auf Zwingli, und selbst Calvin hatte Calvin war so ein Zwischending, aber Luther auf jeden Fall und andere Reformatoren wie Jan Hus, der vor Luther kam und so, die haben alle nicht diesen symbolischen Blick vertreten. Und weil ich gesehen habe, dass die frühen Reformatoren auch alle gar nicht davon abgewichen sind, dass es leibhaftig Jesu Blut und Jesu Leib ist oder Jesu Fleisch oder dass die Taufe auch wirklich rettet, dass die Taufe wirklich Sünde abwäscht und die Wiedergeburt bringt und so weiter. Und weil ich nicht mehr geglaubt habe, das war nämlich meine Prämisse vorher immer, dass die Kirche irgendwie im Kollektiv abgefallen ist sofort, als die Apostel gestorben sind. Ja. Weil das ist ja so eine Prämisse, die man oft dann, wenn man freikirchlich argumentiert, auch einfach festhalten muss, an der man festhalten muss. Oder es gibt halt irgendeine Untergrundkirche, die keiner 1600 Jahre kannte, bis die Täufer dann aufkamen. Sowas habe ich nicht geglaubt, weil ich dieses Versprechen von Christus hat mich so bewegt, wo er sagte, zu Petrus war das, glaube ich, wo er sagte, und die Tore der Hölle werden meine Kirche nicht überwinden. Ja. In Matthäus 16 müsste es sein. Genau. Ja, also er gibt Petrus dieses spezielle Wort, den Schlüssel, das Felsenwort, und dann sagt er auch, dass die Tore der Hölle seine Ekklesia nicht überwinden werden. Ja, und ja. Was sage ich denn jetzt damit über Gott und über das Versprechen von Jesus, wenn ich einfach behaupte, ja Gott, ich glaube aber, dass alle Christen, also oder dass das Kollektiv der Christen, wovon wir auch die Werke noch haben und die Lebenszeugnisse sehen, die Martyrien sehen, die Dreieinigkeit verteidigt haben und so weiter, die uns die Bibel geschenkt haben. Was sage ich denn dann, wenn ich einfach behaupte, die sind alle abgefallen in diesen wichtigen Fragen und sind einfach götzendienerisch dann abgedriftet oder so. Ja. Und ich habe gesehen, das passt nicht zusammen. Entweder ich glaube die Verheißung vom Herrn Jesus oder nicht. Und für mich hat dann eins zum anderen geführt. Und der letzte Prüfstein war dann bei mir tatsächlich, also ich verkürze das jetzt stark, wer möchte, kann sich wie gesagt das Video anschauen. Ich habe mir dann Sola Scriptura angeschaut, weil das ist eigentlich der Prüfstein, woran du sehen kannst, okay, bin ich jetzt protestantisch oder nicht. Und Sola Scriptura besagt eigentlich, kurz gefasst, dass wir eigentlich alles aus der Schrift haben müssen und dass die Schrift die letztendliche bindende Autorität ist. Ja? Ja. Also nicht Konzilien, nicht Tradition, was heißt Tradition? Also die Überlieferung der Apostel, mündliche Überlieferung, oder die, so wie die Schrift halt ausgelegt wurde im 1., 2., 3. Jahrhundert, ja, kollektiv, das ist alles für uns nicht bindend gewesen, sondern nur die Schrift. Aber da habe ich halt auch wieder gemerkt, weil ich halt sehr viel rumgekommen bin in freikirchlichen Kreisen, über den Tellerrand geblickt habe, es gibt so viele freikirchliche Abspaltungen, wo sich viele auch untereinander teilweise streiten und sogar teilweise das Heil absprechen. Okay. Zum Beispiel, wenn man jetzt mal calvinistische Gemeinden nimmt, und arminianische Gemeinden, also Calvinisten sind sehr auf die Prädestination fixiert. Ja. Da gibt es dann auch nochmal verschiedene Stufen natürlich. Und dann arminianische Gemeinden, die dann eher sagen, nee, das ist ein ganz schlimmes Gottesbild und Gott prädestiniert dann ja für die Hölle und so. Und ich kenne persönlich Christen, die sich da gestritten haben im Internet, auf YouTube, alle haben es mitbekommen. Und die sich teilweise auch wirklich das Heil absprechen. Also ich kenne Leute, die haben Pfingsten an das Heil abgesprochen, weil sie in Zungen reden. Ich kenne Leute, die haben Calvinisten das Heil abgesprochen, weil sie ein falsches Gottesbild haben und ach, ich habe schon alles Mögliche gehört. Natürlich soll das nicht mein Standard sein, wenn ich die Freikirche beurteile, aber ich habe schon gemerkt, weil es gibt ja in der katholischen Sphäre auch natürlich Streitereien, du bist zu liberal, ja, du bist zu konservativ und so. Aber was ich schon gemerkt habe, war, nur mit Sola Scriptura kann ich zum Beispiel nicht sagen, was die Taufe ist, weil ich kenne Leute aus dem protestantischen Raum, die sagen, Taufe ist rettend. Und ich kenne Leute, die sagen, es ist nicht retten. Woher weiß ich denn jetzt, wo die Wahrheit ist? Ja. Genauso beim Abendmahl, genauso bei x anderen Themen, die fundamental sind. Wir reden ja jetzt hier nicht von B- oder C-Themen. Ja, wie wird Zungenreden heute praktiziert oder so. Ja, das ist kein A-Thema. Sondern wirklich, was ist die Taufe? Was ist das Evangelium? Was muss man betonen im Evangelium? Ja, und als ich das gemerkt habe, diese Inkonsistenz und auch, dass ich mit der Schrift auch gar nicht, ich kann mit der Schrift gar nicht sagen, was der Bibelkanon ist. Ja. Das kann ich gar nicht. Es gibt keine Kanonliste in der Schrift. Ich bin angewiesen auf die Kirche
um die Kanonliste zu bekommen. Und als ich dann natürlich gemerkt habe, dass mir 7 Bücher fehlen in meiner protestantischen Übersetzung, die deuterokanonischen Bücher, all das kam zusammen und ich habe gemerkt, okay, ich vertrete Sola Scriptura nicht mehr, ich möchte den zurück zum ursprünglichen Bibelkanon und damit disqualifiziere ich mich ein für alle Mal von der Freikirche und auch vom historischen Protestantismus, weil ich auch dieses Bild, diesen Blick aufs Kreuz gar nicht habe, so wie ein Luther das hat. Also wir sind ein Haufen Kot, der ist bedeckt mit Schnee. Jesus ist dieser Schnee, wir bleiben der Haufen Kot. Und im katholischen Sinne oder im orthodoxen Sinne würden wir sagen, nein, nein, Jesus sorgt eben dafür, dass du nicht mehr der Haufen Kot bleibst. Ne? Ja. Und das ist schon ein radikaler Unterschied. Thema Heiligung, Thema imputed righteousness. Also ist diese Gerechtigkeit von Jesus jetzt wie so eingeimpft? Oder macht er dich wirklich auch gerecht? Verwandelt er dich? Das sind so ganz, ganz viele Themen, die da auch nochmal reinspielen. Und da habe ich gemerkt, nein, ich habe kein lutherisches Evangeliumsverständnis oder Kreuzesverständnis auch mehr. Ne? Ja. Genau. Ja, verstehe. Gut, also du hast, jetzt hatten wir es sozusagen vom Abdocken, wenn du katholisch geworden bist, du hast ja auch, nehme ich an, Gemeinschaft gesucht und es ist ja auch nicht so selbstverständlich, irgendwo anzudocken, also jetzt irgendwie eine normale kleine Stadt oder Landgemeinde. Ja, ja. Da wird man erstmal komisch angeguckt, wenn man von außen kommt, ja, und vor allem auch Fragen stellt, die viele Leute in den Kirchen, in den katholischen auch oftmals überhaupt nicht beantworten können. Also, wie und wo bist du gelandet? Also, das Coole war, Raphael, ich kannte in der Zeit, wo ich diesen Struggle hatte, einige Brüder aus meinem Spektrum, die dasselbe Problem haben. Aber die wohnen alle weit weg. Der eine wohnt in Stuttgart, der andere in München und so weiter. Aber wir waren immer connected über WhatsApp und wir haben dann so eine WhatsApp-Gruppe gestartet. Ah, okay. Und das Interessante war, einer von diesen Brüdern lebte damals noch in München und der war dann in Augsburg, glaube ich, bei irgendeiner Messe, die der Weihbischof Florian Wörner dort gehalten hat. Und er hat eine, ja, ich glaube, eine Katechese über das Vaterunser gemacht. Ja. Und der Bruder, der da war, der hat mich danach angerufen und der meinte, hey Mirko, ich muss dir was erzählen. Ich war heute in der katholischen Messe und der hat wirklich länger als 10 Minuten gepredigt und die Predigt war der Wahnsinn und das Vaterunser ausgelegt. Und dann hat er gesagt, ich habe mit ihm gesprochen, mit dem Weihbischof, und der Florian hat dann vorgeschlagen, dass wir wie, oder ich glaube, er hat Florian gefragt, ob er dazu bereit wäre, dass wir wie so eine regelmäßige Zoom-Calls machen mit Protestanten, die sich irgendwie den Katholizismus anschauen wollen, wo wir einfach unangenehme Fragen stellen dürfen. Ja. Wir waren da alle noch nicht katholisch, ja. Und dann haben wir mit Florian Wörner, also dem Weihbischof, mit Dominik Loy, das ist ein Priester aus Augsburg, der auf der Uni auch Dogmatik lehrt. Kennen wir. Und mit Schwester Theresia, ah ja, genau, sehr gut. Und mit Schwester Theresia Mende aus dem Kloster Wettenhausen. Ja. Und wir hatten diese drei absoluten Experten, bis heute übrigens, wir haben diese Calls immer noch regelmäßig, heute Abend haben wir einen. Wir haben dann wirklich teilweise da Protestanten reingeschmissen, die total anti waren, ja. Aber es war immer sehr gut. Es waren gute Fragen, herausfordernde Fragen und wir haben dann verschiedene Themen durchgearbeitet. Die Taufe, die Sakramente, Abendmahl, Beichte, Reue, ganz, ganz viele Sachen durchgearbeitet. Und das war für uns Protestanten, war das natürlich mega. Weil jetzt konnten wir mit Katholiken, konnten wir richtig die Bibel aufschlagen und konnten richtig tief reingehen in diese tiefen Fragen. Ja? Auch was das Kreuzesverständnis angeht. Wie wird ein Mensch gerettet im Katholizismus? Das waren geniale Gespräche und die uns, glaube ich, auch allen gezeigt haben, okay, Moment, diese Behauptung, dass Katholiken ihre Bibel nicht lesen, ja, die mag im Volk oft stimmen, aber wir haben hier wirklich drei wirklich lebendige Katholiken vor uns, die Jesus lieb haben und die uns jetzt endlich mal erklären, was katholische Theologie ist. Ja. Und wir müssen nicht mehr den Leuten glauben, die uns erzählen wollen, was katholische Theologie ist, die es selber nicht besser wissen, sondern jetzt dürfen wir endlich von katholischen Geistlichen hören, was ist jetzt katholische Theologie? Ja. Und dann haben wir gemerkt, okay, die katholische Theologie sagt uns sehr zu. Also viele von uns haben das gemerkt. Viele sind katholisch geworden in der WhatsApp-Gruppe. Ich bin auch in der Zeit katholisch geworden. Ja. Und dann war es tatsächlich so, dass wir natürlich diese Kontakte schon hatten. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, meine Schwester arbeitet in einer katholischen Kirche im Nachbarort. Und der Pfarrer dort, einer der Pfarrer, den ich sehr schätze, ich habe mich ihm anvertraut ein paar Wochen schon vorher oder ein paar Monate vorher und ich habe ihm gesagt, hey du, ich bin einfach so fertig, weil ich merke, es wird sehr, sehr herausfordernd und so, aber mich zieht es auch zur katholischen Kirche, ich kann nicht anders. Und der hat mich mit Gebet begleitet, der war sehr,
ja, der war da auf jeden Fall für mich. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich will eine Lebensbeichte machen. Ich will jetzt den Schritt gehen, zurück in die katholische Kirche. Und dann hat er mir ein Kloster in der Nähe empfohlen, wo ich hingefahren bin und wo ich dann meine Lebensbeichte abgelegt habe. Und das war genau der Tag, wo wir im Urlaub gefahren sind, nach Kroatien letztes Jahr. Und habe dort dann tatsächlich zum ersten Mal in meinem Heimatort die Messe mitgefeiert und dann auch die Eucharistie wieder genommen nach 20 Jahren oder so oder 15 Jahren. Wow. Und das Interessante ist, dort, wo ich herkomme, im Süden Bosniens, dort sind die, also die Gemeinde ist unglaublich. Diese ganzen Priester, die da sind, das sind alles junge Franziskaner, die Priester. Und die predigen, wenn die predigen, das ist wirklich Feuer einfach. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und die Kombination war so schön, ich war so ermutigt. Und als ich dann wieder zurückkam nach Deutschland. Das heißt, du verstehst auch Kroatisch, das ja, ist deine... Ja, genau. Ja, okay. Und als ich dann zurückkam nach Deutschland, wollte ich natürlich anfangen, jetzt hier mein katholisches Leben zu etablieren, Kontakte zu knüpfen. Und ich bin über YouTube auf eine Gemeinschaft, also ich wohne eine halbe Stunde von Münster in NRW. Und ich bin auf eine Gemeinschaft aufmerksam geworden, das ist Emanuel Haus. Also von der Emanuel-Gemeinschaft Emanuel Haus. Und mir ist aufgefallen, ah, okay, die machen eine ganz, ganz interessante Arbeit, weil die haben sozusagen Gemeinde in der Kirche gegründet. Und ja, versuchen das alles ein bisschen nochmal evangelistischer zu gestalten vielleicht, machen so Anbetungsabende, wo man Zeugnis gibt und so. Und das kannte ich so aus dem freikirchlichen Spektrum, fand das super. Ja. Und habe mich dann connected mit den Geschwistern dort, aber ich wollte natürlich auch vor Ort in die Gemeinde gehen. Ja. Und habe mich dann einfach ganz stumpf hier meiner Stadtpfarrei angeschlossen. Ja. Und baue jetzt gerade auch Kontakt zu einem Priester auf, einem Priester aus Indien, den ich da sehr schätze. Und versuche mich mit dem immer mal wieder regelmäßig zu treffen, einfach auszutauschen und auch was zu starten. Also ich hatte jetzt mit ihm überlegt, so einen Anbetungsabend vielleicht mal ins Leben zu rufen für Firmlinge oder so. Genau, und so versuche ich mich gerade so ein bisschen zu connecten in der katholischen Sphäre. Also ich habe die Gemeinschaft in Münster, wo ich immer mal wieder hinfahre und möchte aber auch hier vor Ort natürlich immer wieder dabei sein, ja. Was machst du, wenn du als Katholik einsam bist und wenig Gemeinschaft hast oder du merkst, in deinem Umkreis, im Umfeld sind entweder nur, sind keine Jugendlichen mehr zum Beispiel oder keine jungen Erwachsenen mit Kindern oder sowas. Als junge Eltern brauchst du ja auch einen Ort, wo deine Kinder andere Kinder haben, die das Gleiche glauben, weil sonst fällt es schwer, die da zu erziehen. Ja, das ist eine super wichtige Frage, weil ich denke, dass das Realität für viele ist. Es ist ja auch bei mir so, hier im Ort habe ich auch keine wirkliche Gemeinschaft mit katholischen Geschwistern. Interessanterweise ist jetzt, so wie Gott es wollte, ich war letztens mal Mittwochabend bei einer Messe mit unserer älteren Tochter, mit der Vierjährigen, und da hat mich eine Frau danach angesprochen und sagte so, hey, wir haben einen Gebetskreis, wir beten vor der Mittwochsmesse und so, und wir haben bei WhatsApp eine Gebetsgruppe und so, und da habe ich schon gedacht, ah, okay, das sind jetzt die mit Substanz hier, die wirklich Gebetsgruppen haben und so, die so unterm Radar sind. Und da vernetze ich mich gerade so ein bisschen und bin auch super dankbar für die Geschwister. Aber klar, oft ist es auch so, dass man sowas gar nicht hat. Es ist ja auch oft so in der katholischen Kirche, die Messe ist vorbei, jeder geht raus, keiner redet miteinander, ne? Genau. Oder wenn man neu ist, man lernt hat, keinen kennen, das ist ganz, ganz schlimm. Und ich denke, wir haben erstmal ein grundlegendes Problem, zumindest in Deutschland. Es ist halt Volkskirche. Also gerade wenn du in der Stadtpfarrei bist, es ist halt oft Volkskirche. Was ich zum Beispiel Erwachsenen oft empfehle, also es gibt zwei Möglichkeiten, wo ich den Eindruck habe, da macht man ganz gute Erfahrungen mit. Erstens, es gibt ja immer mal wieder Klöster in der Umgebung. Und ich habe so den Eindruck, oft in Klöstern, wenn man da vielleicht sich mal so einem Pater da anvertraut oder so, auch mit dieser Frage, die sind halt gut vernetzt, die kennen halt, die wissen, okay, da ist eine Gemeinde, zum Beispiel in Berlin ist eine Gemeinde bei dem und dem, der auch Wert legt darauf, junge Leute auch eine Katechese zu machen oder so. Also, dass man sich einfach so ein bisschen seine Fühler ausstreckt und sich viel vernetzt. Zum Beispiel habe ich so letztens in Bochum, das ist ein Ableger von dem Kloster Neuzelle, glaube ich, habe ich den Pater Emanuel kennengelernt. Der ist bei uns jetzt in der WhatsApp-Gruppe und hilft uns mit diesen Fragen sogar. Und der macht ganz tolle Jugendabende, der macht brennende Herzen, nennt sich das, was er macht. Genial, ja, und aber sowas wusste ich natürlich vorher nicht. Man muss also seine Fühler ausstrecken, man muss immer wieder kommunizieren, hey, ich suche mehr Gemeinschaft, was kennt ihr für Angebote? Das andere ist, ich würde auch vielleicht Ausschau halten nach so Gemeinschaften wie zum Beispiel der Emanuel-Gemeinschaft oder Loreto. Loreto ist ja mehr im Süden Deutschlands oder Österreich. Es gibt verschiedene Gemeinschaften, die dann nochmal wirklich auch Wert drauf legen. Zum Beispiel nach dem Gottesdienst setzen wir uns zusammen und essen erstmal, ja, und dann lernt man sich kennen, dann schließen sich Freundschaften und so weiter.
Das ist natürlich in Deutschland auf jeden Fall in der katholischen Kirche sehr schwach ausgeprägt. Ich sehe, wie gerade daran gearbeitet wird. Ja, definitiv. Ich sehe da eine Veränderung. Aber da muss ich auch einfach, da will ich auch einfach ganz ehrlich sein als Ex-Freikirchler. Wenn ihr wegen der Gemeinschaft wechseln wollt, dann solltet ihr nicht katholisch werden. Zumindest in den meisten Orten in Deutschland. Es gibt mit Sicherheit Orte, wo die Gemeinschaft toll ist in katholischen Kreisen, aber das wird eher seltener der Fall sein. Ja? Also wenn ihr katholisch werdet oder wenn ihr eintaucht in diese katholische Welt, macht euch eine Sache bewusst. Ihr nehmt das Feuer mit. Ihr nehmt diesen Drang nach Gemeinschaft mit. Und ich glaube, dass Gott das auch gebrauchen will, um eben diesen Drang nach Gemeinschaft zurückzubringen in unsere Kirche. Ja? Und so sehe ich das auch, ohne jetzt überheblich zu klingen, aber ich sehe das so, ich durfte diese tolle Gemeinschaft in der Freikirche kennenlernen und ich will das einfach transportieren. Ich will mich nicht selbst bemitleiden, sondern ich will anpacken und das transportieren in die Kirche. Natürlich jetzt zu deiner Frage mit den Kindern, das ist natürlich auch noch eine wichtige Frage. Da würde ich mich als Eltern zum Beispiel auf jeden Fall ausstrecken zum Pfarrer vor Ort, ja, mit dem man vielleicht ein gutes Verhältnis hat, würde sagen, hey, guck mal, wir haben Kinder, wir möchten, dass unsere Kinder im Glauben erzogen werden, auch die Liturgie mitbekommen und so weiter. Ja. Was hast du für Angebote? Oder nächste Stadt, was hast du da? Kennst du da Angebote oder so? Wir wollen, ne, und so haben wir auch in der Nähe zum Beispiel Kinderkirche. Also wir haben mindestens zweimal im Monat Kinderkirche. Einmal im Ort ist hier eine und im Nachbarort ist auch eine alle zwei Wochen. Und dann hast du schon mal alle zwei Wochen ein gutes Angebot, ne? Ja. Wo auch gute Inhalte vermittelt werden. Und so muss jeder, glaube ich, je nachdem, wo er in Deutschland ist, sich da auch erstmal ein bisschen zurechtfinden. Und ich will nur sagen, das ist abschließend, was ich dazu sage, man sollte sich auch nicht überfordern und direkt erwarten, dass man jetzt sofort die Gemeinschaft findet und so, sondern das dauert halt. Man muss erstmal die Kontakte knüpfen, man muss erstmal selber reinfinden. Aber ich merke jetzt zum Beispiel, ein Dreivierteljahr, nachdem ich zurück bin in die katholische Kirche, dass ich jetzt schon super viele Kontakte habe in der katholischen Sphäre, und merke, okay, da geht einiges. Ja, da geht viel mehr, als man denkt. Ja. Ich komme auf das Thema Ökumene, weil es aktuell unser redaktionelles Thema ist. Bei unserem jetzigen Gespräch und auch in deinem Video, wo du deine Konversion erklärst, habe ich sehr, sehr viel Wertschätzung für die freikirchlichen Geschwister rausgehört. Wie ist deine Beziehung jetzt? Ja, also ich habe in meinem Freundeskreis, da sind zum Beispiel der Bruder, mit dem ich Musik gemacht habe damals, und seine Frau und auch noch ein anderer Bruder, also wir sind so ein Dreierpärchen gespannt. Wir haben natürlich noch Kontakt und es hat sich überhaupt gar nichts daran geändert oder so. Aber ich habe auch natürlich über die sozialen Medien und so weiter Kontakt zu einigen freikirchlichen Geschwistern. Also es haben wirklich sehr viele auch den Kontakt abgebrochen. Jetzt nicht nur bei mir in der Gemeinde, sondern auch Geschwister, die ich von anderen Orten aus Deutschland kannte. Aber dennoch, Kontakte sind da, ja. Und auch in der WhatsApp-Gruppe, die wir haben, sind natürlich viele freikirchliche Geschwister und ich liebe es, diesen ökumenischen Kontakt auch zu haben. Und mir ist das ganz wichtig. Warum bin ich so wertschätzend? Weil ich meine, ich habe in dem Freikirchlichen gelernt, was es bedeutet, als Christ vorbildlich zu leben, was es bedeutet, als Christ ein Feuer für Jesus zu haben, was es bedeutet, die Schrift sehr zu schätzen, auch wenn man jetzt über die Auslegung streiten mag, aber das einfach zu schätzen, dass das ein fester Bestandteil des Lebens ist, ja. Gemeinschaft und auch Dienst aneinander. Also, Raphael, wenn jetzt einer, zum Beispiel, wenn meine Frau schwanger war oder irgendeine andere Frau in der Gemeinde, ja, glaubt man nicht, dass die für sich selber kochen muss die nächsten Wochen. Ja. Und das in einer kleinen Gemeinde. Da wird ein Plan aufgestellt und jeder, der möchte, kann dann kochen und dann melden sich sofort 5, 6 Personen und die kochen jetzt 2, 3 Wochen für dich und bringen das vorbei, ja. Das ist halt, das wünsche ich mir natürlich für uns alle, für mich an erster Stelle so zu leben. Ja. Ja, und deshalb ist mir diese Ökumene auch wichtig und deshalb natürlich, wenn ich Kontakt zu jemandem noch habe aus der Freikirche, dann bemühe ich mich natürlich, also von meiner Seite aus gibt es überhaupt gar keinen Grund, das abzubrechen. Ich finde das halt schwachsinnig, warum sollte ich den Kontakt abbrechen? Ja, ja. Genau, und deshalb ist mir das wichtig, ja. Ja. Weil mir auch auffällt, man kann so eine Ökumene pflegen, die halt auch nicht wehtut. Ja, wenn über Inhalte nicht gestritten wird und keiner wechselt, dann kann man sich so den Status quo akzeptieren. Ja, aber ja, ja. Sobald halt einer mit Argumenten kommt oder wechseln will, dann wird es halt ungemütlich in der Ökumene. Ich merke das ja auch natürlich, dass jetzt mit meinen Geschwistern aus der Freikirche, dass diese Gespräche immer wieder entstehen. Aber es kommt halt auch auf den Typ Menschen an. Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich dann zu Freikirchlern gehe und dann sage, hör mal jetzt zu, das Erste, was ich dir jetzt sagen muss,
das, was du glaubst über die Taufe, ist meiner Meinung nach Schwachsinn und was weiß ich. Also so würde ich ja, das bringt ja gar nichts. Wenn so jemand zu mir gekommen wäre vor 3-4 Jahren, dann hätte ich ihm ja auch gar nicht zugehört. Ne? Ja, klar. Und das ist auch die falsche Herangehensweise, sondern es ergeben sich immer wieder Gespräche, aber ich liebe es ja auch, über den Glauben zu reden und deshalb, ich genieße es eigentlich eher, selbst wenn unangenehme Fragen kommen, ich finde es halt klasse, weil so tauscht man sich über den Glauben aus, ja, über die Unterschiede, aber also für mich ist das überhaupt kein Grund zu streiten oder so, ne? Ja. Überhaupt nicht. Ja, ich gebe zu, in der Anfangszeit, wo ich in dieser Zwischenphase war, hatte ich große Schwierigkeiten auch dann mit diesen kritischen Gesprächen umzugehen. Ja. Für mich war das sehr, sehr schwer auch, weil man fühlt sich dann auch angegriffen und so weiter. Ja, ja. Aber durch Gottes Gnade durfte ich das auch lernen, da einfach total gelassen zu sein. Hey, wenn jemand Baptist ist zum Beispiel und der will nicht katholisch werden, okay, so was, klar. Aber natürlich, und das betone ich auch, mein Wunsch ist natürlich, dass wir nicht nur im Sinne, dass wir uns nicht streiten, eine Einheit haben, sondern dass wir natürlich in die Einheit auch äußerlich wieder zurückkommen. Und das ist nun mal in unserer Kirche, das ist in der katholischen Kirche. Ich wünsche mir schon, dass wir diese Einheit wieder haben dürfen. Ja, und deshalb bin ich auch ganz ehrlich, und das sage ich auch freikirchlichen Geschwistern, ich wünsche mir natürlich, dass jeder zurückkommt in die katholische Kirche. Ja, natürlich. Das ist ein sauberes Statement. Ja. Mirko, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ich freue mich, wenn wir uns mal sehen. Bis dahin sage ich schon mal vielen Dank. Gottes Segen dir. Euch danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.